herzlich willkommen zum Carnation Podcast Nummer 53. Heute mit dem Album Purple Rain von Prince. So ist es. Und meine erste Frage wäre, also erstmal, das hast du ausgewählt. Yes. Und du das erste Mal gehört hast, so liegen so ein bisschen rum, hast du gesagt, ich finde es nicht so gut. Hat sich da geändert oder ist man so grob übersichtlich? Ja, mal hat sich schon geändert. Okay. Ich weiß, das ist ja eine blöde Idee, das einfach irgendwie laufen zu lassen. Ja. Ja, doch. So als Hintergrundmusik. Vor allem das erste Mal. Ja, du hörst am oder nimmst nur das falsche Wort oder so. Das ist schon so, aber es ist ein spezielles Album, würde ich jetzt schon noch gleich noch sagen. Mhm. Ja, es ist eigentlich so. Also es war ja sehr erfolgreich gewesen. Oder? Ja. Ich weiß aber nicht, ob gerade so sofort, da bin ich nicht mal so sicher. Ich bin jetzt weniger fokussiert, vielleicht aber auch eher durch die Zeit. Mhm. Aber ich würde schon sagen, es ist trotzdem eigentlich Pop. Also, ich weiß es nicht, was für andere Genre man da wählen würde. Ja, es ist. Also gut, jetzt so die stilistische Bandbreite von Prince ist so ein bisschen alles möglich. Das ist da schon drin. Also es hat nämlich so Folk-Element, Soul, Pop, Rock. Ja, dann hat es noch Blues, Jazz. Nur Blues hört man da auch mal. Das ist halt schon so ein rechter Mix. Ja, okay, das stimmt schon. Aber er ist halt. Aber ja, es ist. Ja. Ich kann jetzt auch sagen, weil es vielleicht nicht jetzt rein Funk ist. Mhm. Da ist also vielleicht am besten einfach unter Popmusiker. Ja. Also ich persönlich, ich halt. Prince so vom Namen kennt, oder ich kenne so seine Legacy, dass so alle ihn so mega gut finden oder gefunden haben. Mhm. Und ich habe auch so eigentlich nichts jetzt wirklich von ihm gelost, außer halt so Purple Rain kennt halt jeder. Und vielleicht auch noch irgendein anderes Lied kennen, was mir jetzt zeigen will. Mhm. Aber ja, ich bin da jetzt nicht so drin gewesen, weil mir eigentlich gut, dass ich da gelost habe. Und da kann ich jetzt vielleicht schon mal sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie. Das sind jetzt nicht so Lieder, die ich in meine Playlist habe. Mit dem Album, aber so als Album habe ich es eigentlich sehr gut gefunden. Also habe ich gefühlt. Ja, gut, das Purple Rain ist schon. Die können wir schon noch rein tun. Ja, aber da ist halt 8 Minuten aber Album. Das echt aus. Das ist schon so. Ja, Prince in dem Sinne habe ich schon gekannt, aber ich habe doch noch ein paar Sachen, ja, neue Sachen erfahren. Also beim Recherchieren. Vielleicht mal so, Prince ist 1958 geboren in Minneapolis und ist am 21. April 2016 gestorben. Mhm. Da weiss ich sogar noch. Ja, ich hätte es nicht so. Ich hätte jetzt ja oder so nicht können sagen. Ich hätte es auch nicht genau, aber ich weiß noch, dass da. Also. So, jo, der Prince ist gestorben und dann. Haben wir es eigentlich so mega wer. Aber alle haben so mega. Ich habe so gemerkt, so, alle haben mega krass gefunden. Mhm. Ja, ist dort. Also, Anfang Mitte April hat er noch ein Konzert gegeben, ist dann irgendwie heimgeflogen mit dem gemieteten Privatjet. Und die haben dann eine Notlandung gemacht. Es ist so ein Mix aus Schmerzmittel, das war schmerzmittelabhängig. Ja. Und dann wollten sie noch so einen Spezialarzt einfliegen lassen. Der ist dann, glaube ich, auch gekommen. Und dann am 21. April haben wir dann im Lift hat jemanden gefunden, leblos aufgefunden. Und dann hat alles nichts mehr genützt. 57 geworden. Hat jetzt ja, eben, man ist ja vom Konzert gehört, schon eine Musik gemacht. Mhm. Die grösste, die beste, also die erfolgreichste, die sicher die 80er Jahre gewesen. Das Album Purple Rain von 1984. Damals natürlich auf Schallplatte und Kompaktkassette rausgekommen. Später dann auf CD. Er hat alle Songs selber geschrieben. Er war auch ein Multi-Instrumentalist gewesen, also er hat Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Klavier,
Keyboard gespielt und hat häufig, bei den meisten von den Studioaufnahmen, hat er da auch ja, die Instrumentale selber gespielt. Okay. Da ist eine Band aber dabei, wenn ich jetzt gerade den Namen nicht finde, The Revolution, genau. Prince and the Revolution. Das war eigentlich seine Band gewesen. Okay. Zu dieser Zeit. Es hat dann später mal eine Zeit gegeben, wo noch, das war in den 90er Jahren, hat er dann wegen geistigem Eigentum mit der Schallplattenfirma Krach gehabt, das ist Warner Bros. Records. Und darum hat er auch seinen Künstlernamen, also Prince, hat er dann abgeleitet. Und hat eine Zeit lang, also da gibt es ja so ein Symbol, das war okay. Ein Symbol, aber das Symbol hat, glaube ich, einen Namen gehabt, den man nicht aussprechen konnte. Und darum ist er dann eine Zeit lang auch, ja, hat er so ein Pseudonym gesehen, der Artist formerly known as Prince. Oder kurz TFKAP. Was ist, oder okay. TFCAP, keine Ahnung, da weiß ich nicht. Da ist dann bis irgendwie 2000 gegangen, dann hat er sich wieder Prince genannt. Ja. Und jetzt wird seit 2017 wird alles verwaltet. Oder Tonträgerveröffentlichungen sind offiziell von der Prince Estate verwaltet. Also aus dem Nachlass. Ja. Okay. Genau, also da ist die Sache, die ich jetzt ein bisschen halb gewusst habe, die irgendwie so mal gehört. Dass er so viele Instrumente gespielt hat, habe ich nicht mehr gewusst. Und was ich gar nicht gewusst habe, dass das Album Purple Rain ist eigentlich ein Soundtrack. Echt? Genau, da gibt es einen Film, der hat den Oscar gewonnen für die beste Filmmusik 1985. Okay. Der Film ist so halb autobiografisch, sagt man. Ja, also findet man alles, ich weiß Regisseur und so nicht mehr, er spielt da auch selber mit. Und das ist echt, die Lieder auf dem Album sind Teil vom Film und dann jetzt noch zwei, drei mehr. Ja. Also die sind aber dann nicht auf dem Album, weil die nicht von ihm sind. Da hat es noch mal Gastbands gehabt, aber die sind nicht so bekannt. Und okay, da ist, habe ich nicht gewusst. Ja, ich nehme an, also der Album hat sicher auch jetzt wie der Film überschattet, nehme ich mal an. Ja. Also ich meine vielleicht nicht, was rauskommt, ich meine jetzt. Mhm. Weil ich meine, ich glaube, da wissen jetzt viele nicht, außer du bist ja Prince-Fan oder hast ihn angeschaut. Also. Ja, oder in dieser Zeit, aber ich habe das auch nicht gewusst. Aber da bin ich auch noch ein bisschen jung gewesen. Also Oscar für den besten Film, Golden Globe-Nominierung. Für in der Kategorie Bestes Originallied. Aber nicht für Purple Rain, sondern, was schätzt du? When Doves Cry. Ja, genau. Richtig. Das habe ich nicht mehr so gut gefunden. Aber das ist einfach sehr bekannt. Ich weiß, dass es am zweitmeisten Aufruf hat. Nein. Das ist eines, was ich jetzt einfach gekannt habe. Okay. Was ich so gehört habe. Bin aber nicht sicher gewesen, ob ich auch noch eine Cover-Version kenne, aber ich glaube nicht, das ist glaube ich, das Original gewesen. Brit Award für den besten Soundtrack hat auch gewonnen und aber auch noch Nominierung für die Goldene Himbeere in der Kategorie Schlechtes oh. Originallied. Was? Für Sex-Shooter und in der Kategorie Schlechtes Neustar. Für Prince? Nein, aber für Apollonia Cotero. Das ist sie, die wo mit der singt er da ein Duett. Okay, also aber die das hat er nicht. Ja. Aber das ist jetzt ja gerade halt um den Film. Ja. 2019 Aufnahmen des National Film Registry. Ja, das Album ist eben keine Ahnung, wo ist es jetzt aufgenommen worden? Nein, das ist er, geht es wieder um den Prince natürlich. 2004 in Rock'n'Roll Hall of Fame. Über 100 Millionen Tonträger verkauft. 7 Grammy Awards, Oscar, Golden Globes. Okay. Schon sehr erfolgreich gewesen. Da weiß ich halt noch, aber ich war noch ein bisschen jung gewesen. Also ein bisschen die Michael Jackson und Prince. Mhm. Also ob es ein Kampf gewesen oder wie sie sich nicht mögen, da weiß ich nicht, aber hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen angestachelt. Ja. Das ist vielleicht so da. Da Beatles, Beach Boys Ding. Ja, ich muss vorstellen, dass das ein bisschen ähnlich ist.
Ja, das habe ich mich auch noch gefragt, weil das ist ja wirklich so. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie schon so ein bisschen vergleichbar, halt, weil sie so zur gleichen Zeit sind und so beide, also ich würde jetzt mal sagen, einfach beide Popmusik gemacht haben, so mega gross. Ja. Ja, aber da sind wir 1984, was Thriller ist, nein, was Thriller ist 1982 Okay. gewesen. Nur ein spät gewesen, da haben wir Drama gemacht. Das ist gerade noch, das ist 87. Genau, aber das ist so zwischendrin jetzt da. Oder? Mhm. Ja, etwas ist noch, und zwar, wir haben da jetzt amigs den Hinweis, oder bei Spotify ist ja mit dem E. Ja. Für, Aha, explicit. genau, Also explizite Texte. und da heißt eigentlich das Stück Darling Nikki war ausschlaggebend dafür, dass in den USA der Warnhinweis Parental Advisory Explicit Lyrics auf Musik veröffentlichen eingeführt wurde. Okay, aber ich glaube, auf Spotify hat er kein E. Ich Nein. glaube, nur der erste Song hat er E. Ja, das habe ich eben auch gut gefunden. Aber also, das ist so gestanden. Ich Darling Nikki glaube, sei der ausschlaggebend bei gewesen. Spotify ist wirklich, wenn Vielleicht du heute nur ein einfach Wort nicht mehr. sagst. Vielleicht ist heute nicht mehr so Nein, ich glaube, Spotify ist wirklich, wenn schlimm. du nur ein Wort sagst, so. Und bei dem Lied ist er sehr so am Umschreiben, am Anspielen und so. Anstatt dass er jetzt irgendwie ein Fuck sagt oder so. Also, Weil wenn wenn ihr er. jetzt beim Darling Ja. Nikki, ja. Ich glaube, Spotify ist wirklich nur so. Okay, er hat das F-Wort gesagt, explizit. Das kann sein. Oder irgendein Schimpfwort halt. Ja, dass es so selber quasi anmacht und nicht von irgendeiner Ja, zwar. offiziellen Liste übernehmen oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob es das gibt Und heute noch. halt, also ich weiß nicht, wie das bei Musikern in der Rolle ist, aber bei unserem Podcast, dort kann ich selber sagen, explizit oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht Dann wäre das musst du bei jetzt Musikern machen, so. du hast das F, hast du das F-Wort nicht gesagt, Oh, ne? doch, ich hab's gesagt. Ja, dann werden wir noch gesperrt. Das wäre ja ganz schlimm, wenn da ein F-Wort drin ist und dann nicht explizit steht. Ja, Gar und nicht. was sind denn so deine Eindrücke? Oder? Ja, Hast du noch also. Fragen, die ich vielleicht kann beantworten kann aus meinen Notizen? Jetzt vielleicht nicht eine Frage, aber so mein erster Eindruck ist so gewesen, es ist schon so sehr, sehr so von dieser Zeit. Also es tönt sehr 80er oder halt so sehr da, was wir heute als 80er verstehen. Mhm. So der Sound, die Ästhetik. Und ja, ich bin, es ist halt auch so ein bisschen. Kann ich so ein bisschen einschüchtern sein, weil ich habe gesehen, so die Ratings, die Wertung für das Album, die sind ultra krass hoch. Also bei der Seite, wo ich damals einträge, dort ist so der, also es geht bis 100 und der Kritikerdurchschnitt ist 94 und der Benutzerdurchschnitt ist 89. Und Schon sehr hoch. Ja. dann denke ich mir schon immer so, oh shit, wenn ich das jetzt nicht gut finde, dann bin ich irgendwie blöd oder so. Aber ja, ich habe es gut gefunden. Also es ist eigentlich so eben so ein bisschen verschiedene genremäßige Pop-Blend und so sehr so stylisch und so, er traut sich auch mal so ein bisschen weird zu sein. Er schreit auch gern mal und so. Also er ist Ja. halt nicht so mega irgendwie einer Formel noch oder in der Art. Hat da viel ausprobiert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da was er mitgeht, ist schon. Also sind E-Gitarre dabei, irgendwie so Keyboard, Synthi-Sachen. Das Gefühl auch Schlagzeug noch ist, Drum glaube ich, mal Machine. so, mal so, oder? Die Drum Machine. Es hätte dort also elektrische Schlagzeug gegeben. Ja. Ich glaube, dort wechselt es ziemlich ab. Es hat aber auch Streicher dabei. Na ja, genau. Bei Bläser bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, bei einem. Von dem war schon noch breit. Oder viel, ja. So haben wir noch ein bisschen vom Sound auch wechseln gebracht. Schon nicht alles gleich schnell. Hat ja auch, ja, also Purple Rain ist sicher eine Ballade. Ja. Ich meinte auch The Beautiful Ones. Dort habe ich auch geschrieben, Ballade-Fragezeichen. Ich habe schon das Gefühl, oder? Ja, ich Und hätte When jetzt auch Doves gesagt, Cry, da aber. meinte ich so zwischendrin, glaube ich, vielleicht Oh, noch nicht. keine Ahnung. Ja. Aber schau jetzt, wo du da mit dem Film gesagt hast, macht auch Sinn, so. Das hätte natürlich auch einfach so können extra für das created sein.
Aber beim ersten Lied, Let's Go Crazy, hört man, also es hat wie eine Art Intro, ein Monolog, dreht es über Afterworld, glaube ich. Also jedenfalls wird das mal erwähnt. Und jetzt mit dem Wissen, dass da von einem Film der Soundtrack ist, kann da ja sehr gut sein, dass da von einer Szene von einem Film ist. Ich glaube, später können wir auch noch mal ein paar Leute reden, auch bei Computer Blue. Also, ich habe den Film nicht gesehen, von dem weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er dort noch so einen Zusammenhang. Mhm. Ja, also jetzt mal kurz, und mit, das ist mir jetzt Frage nicht angekommen, weil wenn sie so ein Album los ist, dann kommt als letzter Titel kommt Purple Rain. Ja. Und wenn so, dann habe ich gefunden, das ist alles bereitet wahrscheinlich vor auf das. Ja. Und ganz am Schluss gehörst du noch so Publikum, Live-Publikum, ja. Geschrei, Klatschen. Aha. Da kommt jetzt gerade, ist das vielleicht auch der Schluss vom Film. Das kann gut sein. Das da gesehen. Es ist einfach Purple Rain, also der Prinz spielt in dem Film einen jungen Musiker, der heißt Kid. Ach, so ein Film ist das in dem Fall. Okay. Und der konkurriert mit dem Michael Jackson. Nein, nein, in einem Musikclub First Avenue. Okay. Mit anderen Bands. Da gibt es eine weibliche Hauptdarsteller, aber die Apollo und der Coteo, wo es eben das Duett dann auch gibt. Die wollen als Sänger auch berühmt werden. Ja, und da gibt es irgendwie Differenzen. Die Haare streitet sich die Eltern vom Kind fast täglich. Der Vater schlägt die Mutter. Der belastet das Kind emotional sehr. Aber erst, also eben am Schluss so, am Schluss begreift er aber, was Priorität hat und zeigt im First Avenue New, jetzt wo noch, ja, wozu er wirklich musikalisch in der Lage ist. Schaut jetzt aber nicht, ob der dann da, also das Finale, er singt jetzt Purple Rain ist. Aber es könnte tönt, ich mir jetzt noch vorstellen. Es tönt auch so ein bisschen so. Es tönt doch so. Das stimmt. Hast du irgendwelche einzelnen Lieder, über die du reden willst? Müssen wir nicht unbedingt. Ich glaube, es macht da aber. Eigentlich macht es eben Sinn, wenn man jetzt weiss, es ist ein Soundtrack und wenn man sich wirklich so. So spannend. Das von Anfang bis zum Schluss hört. Ja. Machen wir jetzt nur Purple Rain als, so als Einzellied hören. Schon sehr gut und das Bekannteste. Aber eigentlich so, es macht, glaube ich, schon noch Sinn, mal noch Spass, dass er so macht. Es hat dann so ein bisschen. Eben die Abfolge hat immer wieder, ich sage jetzt mal, zwei schnellere, dann kommt eine Ballade so. Mhm. Vielleicht so ein bisschen der Ablauf. Ja, zu Darling Nikki, da haben wir schon etwas gesagt, oder? Wenn wir das da ja. Der Warnhinweis Hinweis erfunden worden ist. Ich finde das noch ein spezielles Lied, auch sonst zu wegen dem Text, sondern ich finde, die Melodie hat irgendwie so ein bisschen etwas Altertümliches. Mhm. Also wenn sie so die Tonfolge macht, mhm. Finde ich noch speziell, das ist noch. Ja, so könnte es nicht sagen, das ist wie das Lied, sondern dann wäre ich schon eher irgendwie bei einer klassischen Musik. Ja. Wo das irgendwie verfolgt. Jetzt ja, aber bei anderen schreit er wirklich dann auch. Also mit der Stimme macht er schon sehr viel. Mhm. Kann auch sehr hoch singen, also die Kopfstimme. Stimmt. Und dann aber bei Purple Rain wieder eher die normale Stimme gehört. Dann ist es am Anfang. Wenn Dorfscreiner, ja, speziell, hat kein E-Bass oder kein Bass. Nicht aufgefallen. Mir ist auch nicht genug, ich habe das gelesen und wenn es so los ist und es erzeuge so ein Gefühl von es fehle etwas. Aha. Ich habe es jetzt aber nicht mehr so empfunden. Ja, also ich habe ihn nicht so gut gefunden von dem her. Vielleicht habe ich mir gedacht, ja, da fehlt etwas. Ich finde ihn auch gut, ja, aber das ist vielleicht etwas, ich kenne ihn einfach. Ja. Ist mir bekannt. Darum habe ich ihn auch gut gefunden. Ich habe noch eine Frage, weil du bist ja der Balladen-Fan. Muss Ballade langsam sein? Also eine Ballade ist ja eigentlich, wenn einfach eine Geschichte erzählt wird, so, oder? Und nicht irgendwie gross Rüffel und so hat. Ich muss den John aufs Tempo beziehen. Okay. Aber. Weil jetzt Darling Nikki, oder? Mhm. Hat ein Rüffel? Ich weiß es nicht mehr. Weil das ist so da, was am offensichtlichsten ist, dass er wirklich
eine straightforward Geschichte erzählt. Vielleicht sich bei einem ist aber der nur Niki, glaube ich. Das ist doch nicht die. Vielleicht. Irgendwo ist es eigentlich nur ein Wort. Übrigens noch die Story dort ist so, er lässt sich so verführen von so der Niki und er geht mit so der irgendeiner Burg, also ein Castle. Und dann weiß ich nicht mehr, irgendwie wacht er morgen auf und sie ist weg oder so. Mhm. Und dort kommen am Schluss noch so Wassergeräusche, habe ich mir aufgeschrieben. Und ein Chor, es klingt wie ein Chor, aber es ist glaube alles der Prinz. Und man redet dann noch hinter sie. Oder singt hinter sie. So etwas Religiöses, wenn ich erinnere. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Ich glaube irgendwas mit Gott. Aber ja. The Lord is coming soon. Ah ja, the Lord, okay. The Lord. Ja, das ist so das ist ein Outro. Also der Chorus wird immer grösser. Das erste Mal schon nur Niki nach zwei Vers. Dann wird es doch ein Chorus. Noch einmal weiter Vers ist dann Darling Niki O. Und dann kommt noch ein bisschen mehr, dann kommt Come back, Niki, come back. Your dirty little prince wants to grind. Grind. Und dann noch das Wort. Und dann kommt dieses Auto da. Also nicht ein riesen Refrain. Be I would die for you. Dort habe ich mir noch fast gedacht, so, yo, das klingt irgendwie. Jetzt schaue ich, kenne mich bei diesen elektronischen Musikrichtungen nicht aus. Weil du weißt, wegen dem sage ich einfach EDM, weil das ist einfach Electronic Dance Music als Ganzes, glaube ich. Mhm. Aber die eine Hintergrund-Synth-Abfolge, die tönt mega. Das könnte ein moderner EDM-Song irgendwie sein. Und der Dude hat das so in den 80er so gemacht, so, oh, okay. Und, ja. Also ist wahrscheinlich, ich glaube, das ist ein Zufall. Ich glaube nicht, dass die EDM erfunden haben, dass ich dachte, ja, Bro, beim Prince habe ich das gehört. Mhm. Ja. Aber, ja, das ist crazy gefunden. Mhm. Dann bei Purple Rain, wo ja eigentlich jeder kennt, jetzt da bei den Alben, sind wir nämlich so 8 Minuten 40. Da kann man schon eigentlich noch drüber reden. Weil es fängt sehr, ja, es fängt auch an wie so ein Slow Dance Song, würde ich sagen. Weißt du, so Barely Dance. Mhm, ja. So ruhig, romantisch, langsam. Aber es wird immer mehr, baut immer mehr auf. Und eben am Schluss ist er so voll so verzweifelt in seinen Emotionen und schreit halt um und die Musik ist auch mehr so in your face. Also macht er so von der einen Seite bis zu der anderen so eine Verwandlung. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, so wie sozusagen die Radioversion, wie lang die überhaupt ist und wie die so. Also ich nehme an, die fadet einfach an einem bestimmten Punkt aus. Aber ich habe es jetzt halt nicht mehr im Kopf. Und dort hast du halt nicht da die krass, die Reise von den 8 Minuten 40. Ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt die Single-Version gibt es, die ist 4 Minuten. Ja, da wird einfach da sein. Meinst du, die fadet einfach aus? Ich habe das Gefühl, das können wir da noch recht gut machen. Ja. Es ist eigentlich schon am X. Es wiederholt sich ein bisschen mit der Zeit. Ja. Also, der Aufbau ist doch schon, es kommt ja schon immer mehr. Ja. Es hat dann aber auch noch, ich das Gefühl, so ein kleines langes Outro. Ja, das stimmt. Instrumentalisch und dann kommen wir eben noch, dann hörst du noch das Publikum und so. Ah ja, genau. Und das ist, auch, ich meine, das ist alles nicht nötig auf eine Single-Version. Und da lässt du wahrscheinlich auch weg. Ja. True. Ja. Es hat, live ist dann aber auch mal 13 Minuten gegangen. Ah, okay. Ja, das macht es noch gerne. Das kann auch sein. Das bietet sich da glaube ich auch ein bisschen an, weil du kannst es einfach noch wiederholen noch mehr. Mhm. Ja, also das ist jetzt wie bei der Entstehung vom Lied. Es aufgenommen haben sie es 1983, also eigentlich vorher. Und zum Teil haben sie es eben, also es gibt ein Konzert, das sie schon live gespielt haben, auch noch andere Songs von dem Album und eben die Live-Version vom damals unveröffentlichten Song Purple Rain dauerte 13 Minuten. Also jetzt noch mehr können ausdehnen. Crazy.
Und jetzt hast du das kein Maxi gegeben, aber das ist quasi nicht nötig, weil es 8 Minuten 40 Album-Version schon eine Maxi-Version ist. Ja. Und das war schon die Zeit, wo es eine Single-Version gehört. Und das war wahrscheinlich Maxi-Single. eher so die Album-Version gewesen. Und es hat ja, du kannst schon eine Maxi-Single kaufen, wo das Lied häufig auch ein bisschen länger war. Okay. Aber das macht auch keinen Sinn. Ja. Wenn ich, also ich, wenn du so die hörst, oder? Das ist die 8 Lieder. Die sind schon sehr elektronisch und so. Mhm. Und ein bisschen auf und ab und dann Purple Rain. Ich finde, es ist ganz ein anderer Stil. Das stimmt, das klingt schon recht anders. Weil es ist eigentlich... Ich glaube, die Instrumentation ist einfach so recht klassisch so Rock, oder? Es hat sehr E-Gitarre-lastig. Ja, das Cello hört man mal noch gut. Ich glaube, am Schluss sind noch viele Streicher sonst. Also viele Streicher dabei. Ah, stimmt. Da kommt noch... Ja, aber es ist jetzt nicht etwas mega Außergewöhnliches. Ja. Es ist weniger elektronisch, wahrscheinlich. Ja. Der Eindruck. Ja, ich glaube, Drums sind auch echt... So, das sind irgendwie so eine... Ja, so also Keyboard hat jedenfalls schon, echt. Glaube ich, aber... Ja, okay, jetzt so eine super so eine Besitzungsliste, das habe ich jetzt nie gefunden. Aber ich so vom Klangbild finde ich es weniger elektronisch wie andere Lieder auf dem Album. Mhm. Das ist vielleicht auch eben darum, wenn es so durchlos ist, wenn es dann so etwas anderes ist, fällt vielleicht eher auf, wie es weniger elektronisch ist. Aber es hat immer noch dabei. Man hat so darüber nachstudieren. Ja, hast du noch etwas anderes? So. Nein. Ja, auch nicht. Mal eine kürzere Folge, wie das irgendwie so... Ja, es ist aber, also ich finde auch das Album, wenn man es hört, es ist 43 Minuten, normale Länge. Voll. Sich mal ein bisschen mit The Prince auseinandersetzen. Es gibt auch noch gute Alben, die nachher kommen, aber unter The Symbol. Ich müsste mal in den Keller steigen, dort hat es glaube ich noch CDs, weil ich irgendeine hatte und habe nicht mehr herausgefunden, welche. Und ah, dort hat er sich... nicht Prince genannt. Ah, okay. Aber gell, du könntest schon noch sagen, so, warum du gewählt hast, dieses Album. Warum habe ich gewählt, dieses Album? Wir sind immer nicht drauf gekommen. Hast du keine Diskussion vorangegangen? Ich glaube, nicht. Ah doch, ich glaube, du hast gesagt, du hast viel Prince gehört oder gern Prince gehört, aber du hast jetzt nicht so mega albummäßig gehört. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir einfach da, wo halt das populärste, ja, bekannteste Liste genau, ist. Ja, das kann sein. Also Prince ist mir irgendwie immer sympathisch gsi. Mhm. Und irgendwie eigentlich, also gerade jetzt, der war der Simpel, also während der 90er Jahre, ist er sicher mal, ich habe ihn einfach cooler gefunden, wie der Michael Jackson. Ja. Weil er ist dort schon ein bisschen durchgeknallt gsi. Okay. In den 90s. Für mich, ja, ist halt eben Thriller, und das war alles in den 80er gsi. Ja. Thriller und Bad. Und nachher ist er schon noch King of Pop gsi, aber halt schon recht viel Macken gehabt. Und der Prince, ich habe einfach so extravagante Kleidung und so, da habe ich schon vor Augen. Und ist jetzt halt vielleicht nicht so. Also, Michael Jackson ist ja auch, oder seine Haut ist immer heller geworden und so mega gestylt und alles und so. Und gerade ist der Prince schon auch gestylt gewesen, aber ist jetzt nicht so eine mega Schönheit gewesen, habe ich jetzt gefunden. Ja, so ein bisschen andere. Also, die Musik ist irgendwie wichtiger gewesen, wie. Das Image. Das Ganze, das Ganze. Mein Image hat, glaube ich, schon recht gepflegt und so. Okay. Aber ja, das war ja ein anderer Auftritt und das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Gut, gut, gut. Ja, dann, wir haben es vorhin nicht besprochen, weil ich wähle. Aber ich habe da zwei zur Auswahl für dich. Also, wir haben Back to Black von der Amy Winehouse. Das habe ich noch nicht gehört. Mm-hmm. Das geht 34 Minuten und ich glaube, das ist knackig, gut. Ich glaube, das ist gut, das Album. Aber I cannot say, you know, oder because I haven't listened. Und das andere wäre, also halt so fast doppelt so lang ist, so 58 Minuten, wo ich aber eines von den besten Alben seit langer Zeit, wo rausgekommen ist, finde. Das ist so vom Genre her vielleicht am ehesten
jetzt so an Radiohead angelehnt, aber viel weniger elektronisch. Also so Art-Rock-mäßig. Du musst dir auch vorstellen, so 6 Minuten Lieder, 5 bis 6 Minuten Lieder und das letzte Lied 12 Minuten. Ja. Und von wann ist der rausgekommen? Da ja. Da ja. Und Amy Winehouse ist 2006. Schon älter. Ich habe alles im Petto, wo da ja rausgekommen ist. Okay. Dass ich mal etwas ganz Neues bringe. Aber es ist eigentlich ja gleich. Also, vielleicht habe ich bis dann ja auch wieder eine andere Idee. Ja. Das kann ja auch sein. Und dann könntest du schon das Neue machen. Okay, und Weißt du das noch? Neue, ich habe es mal gesagt, das ist Ja. Ants from Up There von Black Country New Road. Das ist wirklich, das ist so, die Leute lieben das. Also die, die es kennen, weißt du, ich meine. Von dem her, ja, da freue ich mich, weil ich muss sagen, ich habe das erste Mal gehört. Man denkt so, ist gut und so, aber ich habe es noch nicht so gegettet, oder? Und ich habe im Sommer gehört. No. Und im Sommer habe ich halt vielleicht so einen anderen Vibe von Musik, die ich höre, so ein bisschen wärmer, tropischer. Und da habe ich jetzt dann auch mal gehört, aber so letzte Woche oder vorletzte. Und das hat mich richtig gehittet, weil es ist einfach so gut. Ja, ich hoffe, er ist nicht überhyped. Aber ja, Ants from Up There, den fand ich schon. Schauen, ob wir deine Erwartungen können. Auch teilen können. Ja. Aber ich glaube, du, da ist schon etwas, was du gern findest. Oder Okay, gern ja, ist hast. doch Gern gut. könntest haben, meine ich. Schauen wir mal. Ja, eben, dann wäre es das gewesen. Und schöne Woche noch. Genau, bis dann, gute Zeit.